Gute Nacht, Prinzessin. Oh. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Und wieder links. Und wieder rechts. Ja. Oh oh. Warum sieht sie deren Geister? Ich weiß nicht, soll ich wirklich hin? Ich meine, sie war bestimmt nicht böse, oder? Okay, ich folge dir. Ganz unauffällig. Wie hieß sie denn? Oder ist es eine Existenz, was nur ihre Gestalt hat? Oh. Jody, was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Und nimm doch meinen Arm, Mäuschen. Komm schon. Der war auch immer für dich da. Na ja, gut, das ist ein Kind. Die können das noch nicht verstehen, wahrscheinlich. Aber ich denke, sie in ihrem Alter versteht schon sehr viel mehr als andere.
Beta-Sonne. Das sieht irgendwie nach der letzten Lücke aus, kann das sein? Der Kondensator in Katistan wurde zerstört, die Kluft ist jetzt unpassierbar. Yay. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Bitte? Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Wo sitzt denn da? Wurde er jetzt abgesägt wegen dem fehlenden Auge? Wahrscheinlich. Ist er zum Bürohengst geworden? Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Ich habe getan, was sie wollten. Das geht mich nichts mehr an. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Und es war richtig so. Ich glaube, die Menschheit braucht keinen dritten Weltkrieg. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich brauche Zeit, um es herauszufinden. Herauszufinden, was ich will. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal, Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Oh, ich weiß noch nicht. Ich bin nicht bereit. Ich schätze, dass das Zeit braucht. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Nein, ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Immer haben die anderen für mich bestimmt. Wird Zeit, dass ich mal Entscheidungen treffe. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. Sturm toben würde. Wir nennen ihn Betasonne.
Der mächtigste Kondensator der Welt. Hier dehnt die Infrawelt sich um ihn aus. Und sie ist leicht zu studieren. War jemand da drin? Ich glaube nicht, dass man das überlebt. Da drin ist nichts außer wilden Albträumen. Oh Gott, das ist komm mit, wir gehen. Ich ahne Schlimmes, wir gehen da rein, oder? Meine aktuelle Theorie, das Militär will das Ding für seine Zwecke nutzen, wir wollen es nicht zulassen und gehen da rein. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Ruf mich an. Was immer Nathan sagt, pass auf. Was? Hat er sich verändert? Ja, bitte? Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Warum nicht? Danke. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Hat mir alles gegeben, was ich brauchte, zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen, aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert, aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Helen. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden.
will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Oha. Gib mir deine Hände. Aber er hat eben auch schon viel für uns gemacht, ne? Okay. Sag, du warst das! Du hältst sie hier fest? Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr! Du lügst! Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen! Ich weiß, sie wollen bei mir sein! Oh. Nathan, ich weiß, was du fühlst. Du weißt überhaupt nichts von meinen Gefühlen! Gar nichts, verstehst du? Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Wirklich glücklich sehen die zwei da ja nicht aus, ne? Irgendwas passiert auch gleich. Wo sind die Wachen hin, die hier am Aufzug standen? Warte mal. Kann ich noch irgendwo anders lang? Nee, kann ich nicht. Okay. Versuch was wert. Ja. Oh Mann. Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Was? Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Ach nee, kommt schon. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Arschlöcher. Ein simpler, eleganter Weg unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für ihre Hilfe. Ja, und wie dankbar, ich merk's. Das war doch so klar, dass wir verarscht werden. Mann, oh Gott, die Arme. Jody. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir, Nathan.
Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon? Wovon redest du bloß? Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Bist du wahnsinnig? Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Nee. Alles wird gut ausgehen. Oh mein Gott. Als wir im Kummer lagen, hat Aiden uns eine Zukunft gezeigt. Du schaffst das nicht, Aiden. Versuch was anderes. Hol Hilfe. Schnell. Wo ist der Rest vom Team? Vince und Nick. 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Hey, ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Cole hier. Hallo? Hallo? Hallo, schnackel dies mal bitte. Ach, komm schon. Leute, ihr kennt Aiden doch. Ihr kennt Aiden doch mit seiner ganzen Spielchen. Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Ja? Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Führ uns zu Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Zeig uns den Weg. Ja, wie soll ich denn das machen? Gut. Und jetzt? Hier lang. Jetzt muss ich die lootsen. Oh mein Gott. Help me. Dorthin. Okay, verstehe. Da war irgendwas. Gut. Und jetzt? Du willst, dass wir den Aufzug nehmen? Ist das richtig? Ja. Shit, eine Wache. Lass mich machen.
Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schleust uns an ihm vorbei ein. Tisch 42, hallo? Hallo? Wir können. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton? Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Nice. Schnell halten. Führ uns zu Jody. Ja, kreisch noch lauter, damit er ja weiß, was los ist. Hier! Schwollt da einen blauen Punkt. Aiden, bist du noch da? Ja, hab doch gerade was verspringen lassen. Da! Jody ist hier? Ja. Jetzt mach die verdammte Tür auf. Jody! Sie ist raus. Komm her. Nathan! Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Oh.